herzlich willkommen zu Jugendpakt 2015. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir haben dieses Jahr einen Schwerpunkt auf dem Refugees-Thema und auf dem Thema Antirassismus. Das heißt, da gibt es ganz viele Projekte und Gruppen, die sich geile Ideen ausdenken, um Flüchtlingen zum Beispiel zu helfen oder wie man Informationen sammeln kann oder wie man Probleme lösen kann. Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn Jugendpakt Schwerpunkte setzt. Erstmal hilft es einem, sich besser zu orientieren. Und zum Zweiten ist auch vorhin dieses Thema Refugees und all das, was dazugehört, im Moment wirklich so aktuell. Und ich glaube, das ist wirklich gut, wenn man das thematisiert, an die Jugend ranbringt, weil Jugendliche, glaube ich, ziemlich ansprechbar dafür sind. Das wird, glaube ich, in den Medien gar nicht so immer gezeigt. Und irgendwie finde ich es halt gut, wenn man sich damit beschäftigt, vielleicht dann halt was Kreatives entwickelt, um denen zu helfen. Ich habe halt gedacht, was eigentlich mit den Leuten, die wissen, dass sie in Deutschland bleiben. Die sind dann plötzlich da und für die ist überhaupt keine Hilfe mehr. Die wissen nicht, wo sie jetzt irgendwo teilnehmen sollen. Die wissen nicht, wie sie jetzt wirklich gut Deutsch lernen können. Da habe ich halt gedacht, um Leute wirklich in Deutschland zu integrieren, kann man doch einfach direkt eine App machen, in der man sie am Leben, quasi am Alltagsleben teilhaben lässt. Wir sind Active Germany. Auf eine gemeinsame Zukunft. Sehr schön, vielen Dank. Auf ihren Essenssachen und wissen nicht, was da drin ist, obwohl es draufsteht. Deswegen hatten wir die Idee, dass wir einfach eine App bauen oder eine Webseite, mit der man die schweren Wörter auf der Zutatenliste in einfache, für normale, sterbliche, verständliche Wörter umsetzen kann. Für mich ist der wichtigste Punkt an der Hackerethik, dass man nicht nur an sich selbst denkt, sondern auch an andere. Und dass man nicht einfach Daten von jemandem nimmt oder verändert, der das nicht möchte oder private Daten. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt die App oder das Produkt schaffen, was halt von heute auf morgen irgendwie Frieden auf der Welt schafft, sondern es geht halt ein bisschen auch darum, die Leute dahin zu erziehen oder irgendwie dahin zu stoßen, dass sie halt drüber nachdenken, was sie tun und irgendwie auch in ihrem späteren Leben, im Berufsleben auch dann einfach kritisch hinterfragen, wenn sie halt irgendwie aufgefordert werden, Sachen zu tun, die vielleicht ethisch, moralisch nicht so ganz okay sind. Wir entwickeln als Projekt eine Handyhülle, welche durch digitale Funktionen versuchen soll, die Kamera abzudecken, sodass Apps, die rein theoretisch die Berechtigung hätten, uns nicht ausspionieren können. Wie zum Beispiel bei Angry Birds, da gab es ja diese Affäre. Hackern fällt es entsprechend leichter, uns vor Überwachung zu schützen, sei es nun durch Tracking-Blocker und so weiter. Aber eben fehlt den meisten Menschen im Alltag diese Möglichkeit oder das Wissen. Und wir müssen dann Lösungen entwickeln, welche dazu führen, dass sich auch Normalnutzer vor Überwachung schützen können. Also die Jugendlichen kommen hierher natürlich, um ihre Skills zu verbessern im Programmieren, in ganz vielen verschiedenen Technologien, aber auch um andere Jugendliche kennenzulernen, um sich zu vernetzen, um solche Thematiken einfach mal zu bearbeiten. Ich glaube, hier kommt jeder her mit einer eigenen Idee, was er hier lernen, was er hier mitnehmen möchte, und die meisten davon nehmen auch genau das mit nach Hause. Aber wichtiger ist, diese Flüchtlinge ein Gefühl von Zugehörigkeit zu geben.